Kann losgehen. Die Anzahl der vielen Genossenschaften, die den Stamm der VR Bank bilden, ist immerhin 23. Und diese Genossenschaften haben das auch verdient, dass deren Entstehungsgeschichte und deren Entwicklungsgeschichte dargestellt werden. Die Chronikarbeit hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, weil ich konnte mir nie vorstellen früher, dass 7 Leute sich einfach an den Tisch gesetzt haben, um eine Bank zu gründen. Das fand ich total toll. Er hat diktiert, ich habe geschrieben, wir haben Bilder reingebracht. Das war total interessant. Und ich muss sagen, ich kann schon sehr schnell tippen, aber Herr Ratje kann noch schneller diktieren. Die ersten Schritte waren, die Gründungsprotokolle bei den Amtsgerichten einzuholen. Wir mussten dann natürlich auch in den einzelnen Bankstellen die Dokumente hierher schaffen. Wenn Sie die Schränke hier sehen in Joldelund, dann sind das 2, 4, 6, 12 Schränke. Die sind ziemlich voll mit Chronikunterlagen. In den Jahren, als die Gemeindekasse in Achtrop gegründet wurde, war eine schlechte Zeit und die Leute mussten sich selber helfen. Also aus der Selbsthilfe heraus mussten sie eine Genossenschaft gründen, weil die damaligen Großbauern, so wie das erzählt aus diesem Raum, Kredite rausgegeben haben an kleinere Leute, die mit erhöhten Zinssätzen versehen waren und die sie eigentlich gar nicht aufbringen konnten. Die Genossenschaften sind seinerzeit in vielen Orten entstanden aus dem Agrarhandel heraus. Deshalb ist der Agrarhandel im ländlichen Bereich auch mit der Genossenschaft aufgebaut worden und hat auch eine gleichrangige Bedeutung mit der Entwicklung der einzelnen Genossenschaften. Das Genossenschaftswesen ist nicht nur im ländlichen Bereich, es ist auch im städtischen Bereich. Und auch da hat das sehr gute Erfolge aufzuweisen. Und es ist ein Institut für den Mittelstand, das sagen wir ja auch immer wieder. Die Stärke des Genossenschaftsprinzips liegt auch in der Mitbestimmung der Mitglieder. Über die jährlichen Zusammenkünfte können die mitbestimmen, was in ihrer Genossenschaft zu geschehen hat. Im Jahre 1923 war ja in Nordfriesland und auch in Deutschland eine inflationäre Entwicklung, die dazu geführt hat, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse sehr schlecht waren. Zum Beispiel haben wir gefunden, dass in Ahrenshöft der Geschäftsführer oder der damalige Rentant mit 450 Gramm Butter in der Woche bezahlt werden musste, weil das Geld zu dem Zeitpunkt wenig oder gar nichts wert war. 1923 betrug die Bilanzsumme der Volksbank 10,5 Billiarden Papiervermögen. Es war einfach so, dass die wirtschaftliche Situation in Deutschland bergab ging. Wir hatten viele Arbeitslose und dadurch wurde das Geld entwertet und die Leute konnten sich auch nichts mehr leisten. Das Notgeld kam ja durch die Entwertung. Das ging um Gutscheine, die herausgegeben wurden von den Geschäften. Die konnte man dann einlösen und das Notgeld wurde benutzt bis 1924. Wer in den alten Chroniken die Beliebungen der Dörfer liest, kann das ja daraus ersehen, dass die Beliebungen der Dorfvorstand viel zu sagen hatte. Und wenn also nun diese Genossenschaften kamen und wir mit unserem Kram nach Bregeln mussten oder andere, dann ist es kritisch. Denn sie waren es gewöhnt, dass man diese Dinge im Dorf abhandelt. Und nun sollten wir plötzlich weiter. Und aus diesem Grunde haben wir alle Dörfer, die Mitglieder in einer Sparen- und Landeskasse waren, Wert darauf gelegt, in den Organen vertreten zu sein. Das war aus Familiengründen, bin ich ja sehr früh auch im Bauernverband angefangen. Und weil ich mich ja gleich zur Genossenschaft bekannte, ich habe das deswegen getan, weil das die Einzigen waren, ich saß in einer sehr schwierigen Lage, unser Betrieb war eben gekauft, mein Vater starb. Ich war auf einen Menschen angewiesen, bei dem ich Hilfe kriegte, und das war der Leiter des Bauern Dahlers. Den konnte ich fragen, den konnte ich mein Herz aufschütten, und siehe, da wurde ich Genossenschaftler.
Als die großen Hochsilos kamen, dazu haben unsere Bauern eigentlich ja gesagt, auch zu der Investition. Die waren ja nicht klein und wir mussten dann auch unsere Banken belassen. Dazu hat man eigentlich ja gesagt, weil sie wussten, dort würde das Getreide am besten lagern. Und damit haben wir ja doch den Leuten gezeigt, dass wir doch wer waren. Und ich habe natürlich mir auch den Mut erlaubt, als jetzt die große Krise kam, als unser Bundespräsident und auch unsere Bundesministerin sagte, wir sollten etwas mehr auf die Genossenschaften hören, denn dort verliert man kein Geld. Wir hatten ja unseren Hilfsfonds, nannten wir das so. Und ich habe ja diesen Hilfsfonds im Verband mitgegründet und mit durchsetzen müssen bei den Genossenschaften. Da waren die Genossenschaften auch die Geschäftsführer. Genauso komisch, als wenn die Buren näher sehen, zurückgenommen, das wollen sie nicht. Das wäre falsches Geld. Gut, dass wir das gemacht haben. Das ist unsere Stütze gewesen. Und das ist Genossenschaftsgeist, der richtig gut verstanden worden ist damals, dass wir das hier in Schleswig-Holstein durchgeführt haben und dass wir damit auch keine Genossenschaft vor die Hunde gehen lassen konnten. Und dann sind wir wieder bei dem alten Raiffeisen, dann gilt ja doch noch der alte Spruch, einer trage des anderen Last. Die letzten Jahre im Agrarhandel, die waren geprägt von starken Veränderungen und deswegen wurde mit der HG zusammen ein gemeinsames Tochterunternehmen gegründet. Das ist die Raiffeisen Süderlügum GmbH und Co. KG, ein gemeinsames Unternehmen der HG und der VR Bank zu jeweils 50%, gleichberechtigte Partner. Und diese Partner haben weiterhin genauso Einfluss auf das Geschäft, wie das vorher auch war. Ich bin in 1904 in die Schule gekommen. Mein Vater hatte eine Schwagersfrau und er hatte Josef. Als ich da hinschulte, dann dachte ich immer, wie soll ich ihm anreden? Und ich habe ihm dann gefragt, Chef, ne? Ja, sag mal, Paul, das hast du sonst schon gesagt, wenn du Geld holen willst. Das ging auch ganz gut. Aber das Erste, was man durch die Schule, dass wir kommen da nicht schuppen und welche Sorte auf. Das hätte auch ganz gut geklappt. Da bin ich ruhig. In die Kasse wäre nicht viel los, aber man muss eine Masse in Warengeschäft auch Lust haben und überhaupt überwählen zu mögen. Prozent an Briketts im Sack tun und wegen. So was muss man auch können. Man muss beweglich werden und auch nicht bangen für irgendwie was. Ne? Ich habe doch gern gelernt und bin auch nachher immer noch mal hinwählen und so. Ne? Ganz schöne Zeit wäre. Ich mache eine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der VR Bank EG Niebel. Ich bin jetzt gerade im zweiten Lehrjahr. Mir macht besonders der Kundenkontakt sehr viel Spaß. So im Alltag, wenn die Kunden irgendwelche Probleme haben oder ja, sonstige Anliegen, kann man denen helfen, die einfach da sein. Also was halt besonders toll ist, wenn man halt bei der VR Bank EG Niebel lernt, dass man sehr viel Verantwortung von Anfang an übertragen bekommt. Und ich selber als Auszubildende fühle mich sehr wohl hier. Es ist wirklich so, dass man auch aufgenommen wird, auch wenn man neu ist und vieles noch nicht kennt. Die Kollegen nehmen sich Zeit, einem alles beizubringen. Auch wenn man 3- und 4-mal nachfragt, bekommt man keinen bösen Blick zugeworfen, sondern es ist wirklich ja, sehr persönlich und familiär. Ich und meine Familie sind vor 2 Jahren hier auf die Hallig gezogen im Juli und habe dann die VR Bank Niebel-Zahlstelle hier auf Langenest weitergemacht von der Frau Beusen, die das vorher hier gemacht hat. Auf der Hallig haben die Hallig-Leute und Gäste die Möglichkeit, Geld abzuheben mit ihrer EC-Karte und der Geheimzahl. Ich bezeichne mich immer als der lebende Geldautomat auf der Hallig. Also ich kann sagen, dass wenn hier Sturm ist und wir Land unterbekommen, dass ich keine Kundschaft habe. Als Hallig-Bewohner ist es schon wichtig, mehrere Standbeine zu haben, weil sonst wäre das Leben hier eigentlich gar nicht möglich. Auf der Hallig gibt es noch 3 Bauern, die ganzjährig ihre Tiere hier haben, die ja dann auch ganz gerne mal ihr Korn haben wollen und das wird genossenschaftlich bestellt. Ich mache die Zahlstelle der VR Bank echt gern und ich würde mich einfach freuen, wenn das weiterhin so bleibt. Die Gäste würden sich freuen und natürlich auch die Hallig-Leute. Und dann kam alles hier rauf und dann wurde es alles umgebaut. Und der Eingang war hier und hier standen dann die ganzen Bauernpferde und kriegten ihr Korn gemahlen. Wie die Schule hier stand, waren da nur 2 Räume, einen links und einen rechts. Und da waren 4 Klassen, 5 Klassen in jedem Raum. Es hat sich ja hier alles geändert.
Aber die Außenwände sind wahrscheinlich stehen geblieben. Und die Front ist auch hier nicht so geblieben. Nicht? Aber das ist alles modern. Man kann nicht verlangen, dass das in 100 Jahren noch so stehen soll, wie es damals gestanden hat. Nicht? Nee. Wir feiern deshalb das 100-jährige Jubiläum, weil die bisherigen Fusionen immer nach Süderlügum gingen. Und die Genossenschaft in Süderlügum wurde 1911 gegründet. Also weil die nun in diesem Jahr 100 Jahre wird, feiern wir das 100-jährige Jubiläum. Also neben in Süderlügum ist ja dieses Gebäude 1928 erworben worden als Schulgebäude und dann umfunktioniert worden. Das war ebenso in Achtrup und in Joldelund. In diversen Stellen hat man diese Schulen gekauft. Die Frau Erbank hat sich in den letzten 10 Jahren sehr gut entwickelt. Darüber freuen wir uns. Sie ist einer der größten Arbeitgeber in Nordfriesland mit einer Bilanzsumme von heute knapp 1 Milliarde. Gemeinsam sind wir stark. So wurden die Genossenschaften gegründet. Und auch heute stellen wir fest, dass die Volks- und Raiffeisenbanken aus der Finanzkrise sehr gut hervorgegangen sind. Deshalb können wir auch sagen, dass das Genossenschaftswesen sich bestätigt hat. Das ist so. Das ist ein gutes Prinzip. Nein.